auf, ich kann nur von dem Punkt hier aus. Die kann ich auch nicht. Also das mit der Weggestaltung hier an den Stellen, ich finde, man sollte schon bauen können, wo man das möchte. Dass man das jetzt wirklich so ausgewählt hat, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so toll. Ich würde halt hier wirklich gerne was bauen. Dann nicht. So, hier unten, die haben immer noch das gleiche Problem. Vielleicht legt sich das ja noch. Schauen wir mal, wie schaut es bei dir aus? Hunger. Hallo, Hunger. Hier. Hat auch Hunger. So, ich bin in 2 Sekunden wieder da. Tut mir leid, ab und zu mal muss ich mal ganz kurz weg, Nase putzen. Mark Westernicht. Das ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Was hat hier? Chuch Potato. Impulsiv. Oh. Okay. Ist wahrscheinlich preiswert, macht, was? Hypercoaster 1 macht keinen sicheren Eindruck auf dich. Was? Sicherheit. 6,4. Ich meine, hä? Warum nicht sicher? Ich habe die Blockbremse drin. Es kann keinen Auffüllumfang geben. Das Einzige, was halt wirklich ist, dass der Zug halt wirklich viel zu lang ist eigentlich. Und was auch stresst, ist, dass der einfach immer stehen bleibt gleich. Es blitzt ein bisschen. Der Zug schaut allgemein aus, als wenn er leer ist. So, okay. Dann bleib hier oben stehen. Ich habe so hier eine Blockbremse eingebaut, eingerichtet, aber. Und da braucht er Runden. Ich meine, da kann ich eh nichts anderes einstellen. Hier, machen wir mal. Ah, Mist. Nehmen wir es weißer Adler. Warum weißer Adler? Die Achterbahn ist weiß. Macht einen Sturzflug. Fährt zickzack. Lassen wir es dabei so. Gut, hier unten. Dekoration. Nehmen wir. Dahin. Da stehen, weißer Adler. Man kann hier durchgucken anscheinend. Warum sind die anvisiert? Will ich doch gar nicht. So, Freundchen. Bewegung. Intensitätsvorlieben. Ach schon, das habe ich noch gar nicht gesehen. Von 4 bis 30. Kaufvorliebe. Ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Besucherverlauf. Gut, und wie kann ich den... Dankeschön. Geh doch mal zu. So. Also, hier machen wir momentan ganz gut Umsatz, würde ich sagen. Hier Gewinn pro Stunde 3400. Hier unten haben wir... 3700 sogar, unser Panda-Bärchen. Wo haben wir es denn? Hier oben. Macht Minus. Er ist offen. Hallo, Kinder, kauft Bärchen. Ja, er hat Bär. Warum ist er böse? Hallo? Nein.
Er ist erstaunlich preiswert. Muss wohl erstmal reichen. Warum switchst du hin und her? Hast du kein Geld mehr? Es ist schade, dass man das auch nicht ganz sieht. Zumindest ist hier einfach nur Kaufvorliebe für viel Geld. So, komm schon. Unser Superbär. Der ist halt auch böse. Gibt's doch nicht. Muss wohl erstmal reichen. Riesenbär ist wahrscheinlich preiswert. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Du, Tante. Schau auf, böse. Mann! Warum? Weil du erwachsen bist und es ein Kinderteddy ist? Ich weiß es nicht. Gut, Gesundheit. Hier. Parkwert. Wir sind momentan bei... 13.505? Kommt es hin? Nein. Parkwert. Ui. Erreiche ein Parkwert von 13.000, also da brauche ich dann noch ein bisschen mehr Action hier. Schauen wir nochmal. Wir haben. Dann nehmen wir nochmal eine Kinderattraktion. Spaßrutsche, Kinderkarussell. Ein paar Nahtkreisel. Schau an. Ach, der hat vorne hin und hinten einen Ausgang. Dann auf, der wird hier nicht hinpassen. Dann machen wir das so. Den Superaffen, den bauen wir hier rüber. Fußweg. Baumer. Hier so rüber und schließen hier oben an. So. Und ich würde sagen, da können wir wirklich auf Mittel zurückgreifen. Da braucht man wirklich nichts Dickeres. So, also einmal Ausgang. Machen wir klein. Und da gehen wir direkt, ja, nach hier unten. Die Warteschlange mache ich jetzt da diesmal nicht zu groß. Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht viele kommen werden. Hoffe ich zumindest. Aber warte mal, mir gefällt der Weg hier noch nicht so ganz. Da würde ich ganz gerne wieder hier Sandsteinziegelweg nehmen. Da lässt er offen. So. Hallo? Nein. Ernsthaft? Was ist denn das jetzt für ein Bug? Wo kommt denn der her? Jetzt ist er da. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich auch nicht. So. Einmal in die Richtung bauen. Gut, das Ganze nennen wir hier. Was nennen wir denn? Nehmen wir Affen. Zirkus. Ja. Nehmen wir Affenzirkus, das Ganze. Stellen wir hier auf 2 Euro ein. Oder auf 2 Dollar, besser gesagt. Na, jetzt langsam kommen hier an dem ein paar Leute mehr. Hier an der Stelle, da muss ich unbedingt schauen, da muss was weg, weil ich glaube, die wollen schon alle, dass sie hier so lange anstehen. Sich intensiv macht dann sich. Ach, keinen sicheren Eindruck. Der nächste. Was, dann setzen wir hier auch auf 10 Minuten runter. Ich meine, Zuverlässigkeit 63%. Ist natürlich auch uncool. Da kommen schon mal alle grinsend raus. Da machen wir auch Geld. 2300. 2300.
Gut. Der Boden sieht jetzt auch nicht mehr so vollgekotzt aus. Ich meine, hier sind noch ein paar Flecken. Hier ist noch ein bisschen Müll. Gut, Müll werden wir hier trotzdem noch ein bisschen verteilen, weil man kann wirklich nie genug Mülleimer irgendwo haben. Ein Park ohne Mülleimer macht was falsch. Den setzen wir daneben. Huch, was ist jetzt? Hallo? Ah. Jetzt. Gut. Hier oben die Achterbahn gehen auch nicht wirklich viele Leute rein. Ich stehe schon stundenlang für weiße Adler an. Da kann ich nichts dafür. Die Leute müssen einfach zulaufen. So, 568. Aber ich glaube, wir haben wieder Kundschaft verloren. Ja, haben wir auch. Es ging nach unten. 580 war es Maximum. Und wir sind wieder gefallen. Na, das ist nicht so geil. Hier, unser Affenzirkus, da, der dreht sich schon mal. Da scheinen die Leute auch Bock drauf zu haben. Ach, Canyonfahrt. Sehr cool. Ist zwar ein bisschen groß, aber finde ich, ganz ehrlich, ganz cool. Hier, den reißen wir mal weg. Oh, Mann. Immer wieder. Was soll das? Ich würde den Ein- und Ausgang gern vertauschen. Oder weißt du was? Den werden wir hier rüber setzen. Dann kommt der Baum hier mal weg. So. So, gut. Das kommt hier hin. Sandstein, Ziegelweg. Machen wir hier wieder das Gleiche. Und hier kann ich nur so rüber anschließen. Also das ist leider wirklich nicht optimal gelöst. Ich meine, ich komme hier fast gerade raus, aber ich wollte eigentlich hier so ein bisschen schräg versetzen. Was machen wir hier für einen Weg? Da, glaube ich, reicht uns echt fast der Mittelweg. Ich würde gern hier nach vorne bauen. Da kann ich leider nichts anschließen. Ich kann hier nur hässlich rübergehen. Dann ist es momentan leider so. Es tut mir leid, ich würde es wirklich gerne anders bauen. Geht nicht. So, da gehen wir mal auch auf 2 Euro hoch. Vier Runden. Ist aber schon ziemlich hackelig hier an den Stellen. Ich meine, ich würde von da oben nicht da reinfahren wollen. Wobei sowas aber dann doch ganz cool ist, finde ich. Ah, die Geländer sind vor allem auch wieder weg. Ich kann hier dann schon immer auf Entfernen und sowas drücken. Irgendwann geht's dann wieder. Ganz, ganz komisch, ganz seltsam. Ich kann es leider nicht ändern.
Blumen, Pflanzen, Bäume. Gut. Was haben wir hier? Kokospalme. Glasie. Mammutbaum. Das ist mir leider alles ein bisschen zu groß. Die Eiche selbst ist wahrscheinlich auch ein bisschen fett. Aber bei der ist zumindest so, die passt zu dem Ganzen so ein bisschen. So, bauen wir einmal da einen Baum. Oder wir pflanzen einen Baum. So muss ich sagen. Dann würde ich doch ganz gerne eigentlich, ich hoffe es funktioniert, so, da geht's, da setzen wir einen Baum, weil so ein bisschen Schattenspender ist natürlich schon mal ganz cool, aber ich will jetzt nicht immer nur das gleiche bauen. Da haben wir noch ein paar schöne Zypressen, Pappel, Hibiskusbäume, Ahornbaum, der ist... Ja, wird auch noch gehen. Bauen wir da dazu. Einfach nur so ein bisschen gemischt. Wie gesagt, das soll ja nicht immer das gleiche sein. Den setzen wir hier mit dick. Und hier innen drin hätte ich irgendwie ganz gerne noch so ein paar Sträucher eigentlich mehr. Kleiner Wacholder, mittlerer Wacholder, schauen wir, wie groß ist der. Ja. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Kleiner Inselbusch. Können wir auch noch machen. So, und jetzt. Kind, halt die Fresse! Hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Farbe mit dabei. So, darf ruhig ein bisschen verwildert aussehen. Ich meine, es sieht definitiv verwildert aus. Aber ein bisschen macht ja nichts. Große Waldpflanze. Ui. Die könnte man eigentlich, pass auf, ein bisschen drehen, hierher setzen und als, ja, ein bisschen als Busch und sowas nutzen. Für zwischendrin. Ja, das ist ganz cool. So, der wird ein bisschen... Nee, nicht mal. Ich dachte, der steht sogar ein bisschen in den Weg rein, aber ist nicht der Fall. So, da nochmal drehen. So. Gut. Hier an den Stellen, da ich würde sagen, da machen wir hier seitlich auch noch mal ein bisschen. Zack. Komm, drehst du dich. Ich würde ja ganz gerne so ein bisschen seitlich bleiben. Dankeschön. Gesundheit. Der, glaube ich, ist mal echt am Abkotzen. Hier drin? Ja, steht der Busch jetzt mitten in die Warteschlange. Das ist nicht meine Absicht. Und hier passt er leider nicht hin. Dann hoffe ich, dass man hier so ein bisschen was herschönern können. So, dann setzen wir das so. Geht ja auch.
So, okay. Ein bisschen bepflanzt haben wir. Das werden wir natürlich irgendwie noch bei den anderen Sachen auch so ein bisschen durchziehen. Aber es dauert natürlich doch ein bisschen, vor allem bis ich mich hier mal zurechtfinde. Machen wir die Lösungen dabei so. So, hier am Eck. So, lässt du los? Nein. Naja, dann ist das so und, sorry, dann musst du doch nochmal weichen, das sollte so nicht sein. Was haben wir noch, ein Ahornbaum, der hängt nicht ganz so tief, ne, der passt. So, das wäre eigentlich ein schönes Titelbild. Gut. 30.000, haben wir erst 47% leider erreicht. Da braucht man wirklich noch einiges. Nein. Bist du kaputt? Nee. Das ist Action pur. So, jetzt. Ah, okay. Ist halt wirklich ein bisschen übertrieben hier, wie es runter klackt. Und vor allem schade, dass hier auch wieder so eine Stufe drin ist. Gut, also, ich würde sagen, das war es jetzt mal von der Aufnahme oder von den Aufnahmen. Ich weiß noch nicht, wie ich es aufteile. So ein bisschen was haben wir ja gemacht. Ich habe ein bisschen was noch erklärt vom Spiel so. So, dieses Verschönerungsgedöns, das werden wir definitiv weitermachen. Aber wie gesagt, jetzt nicht mehr heute. Ich beim nächsten, also ich schaue jetzt allgemein erstmal, wie ich es dann weitermachen möchte, das Ganze. Ja, mehr glaube ich brauche ich momentan nicht sagen. Verkehrswert, da müssen wir natürlich dann nochmal ein bisschen hoch. Ein paar Leute einstellen noch, sehe ich gerade, wäre ganz gut von den Mechanikern. Und vielleicht, na hier ist der Weg schon wieder weg. Vielleicht ändert sich ja das langsam mal mit dem Patch, dass die Leute sich auch wirklich anstellen, hier das dann kommt. Aber da lasse ich mich dann noch überraschen. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, macht's gut.